So, hier sind wir schon wieder. Hier haben wir eine Feldschnabelfliege. Ist das richtig? Schwebfliege. Die hat uns sehr gut gefallen mit ihrem Schnabel. Und sie hat eine Besonderheit. Man sieht das schön. Sie tut Pollen aufsaugen. Wie ein Staubsauger. Hier sieht man sehr gut hinten noch Pollen, wie sie in den Körper wandern direkt. Wellenförmig in den Bauch rein. Das ist das, was er den Namen gegeben hat, der Schnabel voraus. Da sieht man schön auf dem Schnabel oben die Ventil, die Luftventil. Das Ganze tut wie ein Blasbalg, das heisst wie ein Saugebalg funktionieren. Also sie tut den Unterdruck erzeugen und tut durch das nachher die kleinen Pollen aufsaugen. Da sieht man schön, wie sie es tut, zweckbüscheln. Also die eine Lasche vom Sauger tut die Pollen suchen, schaufeln. Die anderen tut sie auffangen und nachher wird das alles schön ob sie gesucht. Wunderbar, wie sie das macht. Da sieht man auch, dass Schwebfliegen, Bienen, Hummeli und Käfer alle sehr wichtig sind für die Bestäubung der einzelnen Pflanzen. Also sie wird immer Zeug mitschleppen und auf die nächsten Blüten bringen. Da sieht man es. Es ist schon eine andere Blüte. Die Pollen haben offenbar Durst gegeben. Jetzt gibt es ein bisschen Nektar. Und der Rüssel kann so ganz nach vorne. Auch das Blümchen ist geschickt. Zwei verschiedene Farben. Kann also mehrere Insekten anlocken. Geringes Verarbeitszeug rein. Ja, das ist auch ein beliebter Schmetterling, ein Sechsfleck-Widerchen. Sie sind immer ein bisschen nervös. Ausser zu schlafen natürlich. Richtig. Man sieht sie noch ziemlich häufig bei uns. Also die Blümchen sind extra für genau das Widerli gemacht worden. Weil das Widerli hat einen Rüssel und der hat das Blümchen natürlich auch so einen Kelch müssen entwickeln. Sie haben wirklich einen sehr langen Rüssel. Und können, was fantastisch ist, auch so steuern, auch so bewegen in jede Richtung. Da sieht man, er hat offenbar verstopft. Jetzt probiert er ihn zu putzen. Und schon geht es weiter. Man sieht, wunderbar, wenn er das Zeug rausholt. Und ein kleines Nickerli zwischendrin. Ja, man sieht auch schön, wie sie den Rüssel aufgerollt hat. Und man
Und man sieht, wo sie auch herkommt, wenn sie müde ist, schläft sie. Punkt. Fertig. Ist gleich auf welchem Blümchen. Also, bei den Blümchen sind sie ja nicht wählerisch, wie wir hier gesehen haben, sind ganz verschiedene Arten. Da sieht man schön, wie der Rüssel aufgerollt ist. Ja, mit dem haben wir etwas zu kämpfen mit Luft, Wind. Und das ist natürlich schwierig, Makroaufnahmen zu machen. Das ist über Paarung. Das sind ja 6 Flecken, einfach andere. Ja, sie sind einfach ein bisschen verblasst. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen später, im gegen Herbst zu suchen. Und wie wir im Prolog gesagt haben, putzen ist wichtig. Ja, wenn wir müde sind, schlafen wir fertig. Bei den Blüten sind sie wirklich nicht wählerisch. Da haben wir jetzt mal extra auf mit ganz verschiedenen Blüten. Da haben wir sie gefilmt. Das ist ein Zehfalter, der hier auf die gleiche Blümchen kommt. Man sieht gut, woher er den Namen hat. Das ist das Zeh unten dran, das Weisse. Das ist ein Zeh, ja. Man sieht bei uns viel in Gärten oder in Parks. Und sie sind nicht futterneidisch, also keiner probiert den Rang vorzuschubsen oder zu plagen. Da hockt er noch schön am Boden. Am Morgen tun sie sich gerne in der Sonne aufwärmen. Und das ist doch ein häufiger Gast bei uns, die Amsel. Das ist das Männchen, das immer wunderschön singt und Geschichten erzählt. Und das ist das Weibchen. Sie ist offenbar darum in die Vegetarier gegangen. Das ist ein Sumpf, Heidelibelle. Und hier haben wir noch eine blaue Federlibelle. Die sind auch so nicht gross. He? Das sind etwa vielleicht 5 Zentimeter. Ja, er hat es auch gesagt. Ja. Es gibt eine ganze Reihe, die ähnlich aussehen und mit noch recht Mühe. Er und wir haben recht Mühe für
zu sagen, welche Art das es jetzt ist. Das ist schwierig, ja, zu bestimmen. Ja. Vor allem mit Fotos. Ja. Ja, man sieht schön, der hat Haar auf dem Rücken. Ja. Gut, ich habe nicht. Sie hat. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.